Es gibt ja den bekannten Spruch, man muss die Menschen dort abholen, wo sie gerade stehen und wo sie gerade leben. Die Lebenswirklichkeit jedes einzelnen Bürgers und jeder einzelnen Bürgerin ist sehr, sehr unterschiedlich. Man muss so schnell wie möglich sich darauf einstellen, dass man auch die gleichen Worte findet und auch verstanden wird. Mir ist es wichtig, dass ich von Problemen ganz früh erfahre und mich auch frühzeitig auch einbringen kann. So zum Beispiel in der Stiftung Dessau-Wörlitzer Gartenreich. Da geht es darum, dass wir die langfristige Finanzierung sicherstellen müssen, aber auch die Akzeptanz vor Ort wollen. Das heißt, ich spreche mit dem Stiftungsdirektor, wie bekommen wir es hin, dass wir sowohl die Stiftungsinteressen mit denen der Bürgerinnen und Bürger im Umfeld abgleichen, dass ein Einkaufspark zum Beispiel auch neben dem Schloss stehen darf. Es geht um den Bau von Windparks zum Beispiel in diesem Zusammenhang. Wir dürfen den UNESCO-Welterbestatus nicht in Gefahr bringen oder verlieren. Wie kriegt man das hin, dass wirtschaftliche Entwicklung mit der musealen Bewahrung der Welterbestätten einhergeht? Ein Land oder auch ein Wahlkreis lebt nicht nur von Museen oder von Parks, die man zwar in der Freizeit besuchen kann. Die Menschen brauchen Arbeit, es müssen Arbeitsplätze da sein, wir brauchen eine gute wirtschaftliche Entwicklung. Der Vorteil meines Wahlkreises besteht darin, dass er durchzogen wird durch eine der wichtigsten Verkehrsadern in Deutschland, der Bundesautobahn 9. Hier haben sich viele Betriebe auch angesiedelt, die auch logistisch sehr, sehr gut hier positioniert sind. Zum Beispiel ein Wellpappe-Unternehmen, was jetzt gerade im Zusammenhang mit den vielen, vielen Unternehmen, die im Internet ihre Waren verkaufen, entsprechend auch einen neuen Absatz erschlossen hat, sodass also wir auch wirklich hier von Tag zu Tag Arbeitsplätze zuwachsen sehen. Für mich steht Wirtschaft ganz vorn, deswegen besuche ich so oft, wie es geht, diese kleinen mittelständischen Unternehmen hier. Es ist wichtig, dass ich auch den Kontakt zu den Kommunalpolitikern halte. Das heißt, mit dem neuen Oberbürgermeister von Dessau zum Beispiel darüber rede, wie kriegen wir die Projekte, die im Stau stehen, im Straßenbau, im Brückenbau, aber auch bei der Bewahrung des Welterbes Dessaus, wie bekommen wir das also so schnell wie möglich realisiert und auch finanziert. Dazu müssen Stadtratsbeschlüsse her. Und wichtig ist natürlich auch der Kontakt zur lokalen Presse. Denn das, was auf Landes- und Bundesebene medial wiedergespiegelt wird, das ist nicht immer das, was die Menschen vor Ort bedrückt und auch bedrängt. Es sind also doch manchmal die ganz einfachen Dinge, die oft wichtiger sind als die großen Themen, die wir in der Politik jeden Tag spielen wollen. Ja, es macht mir Spaß, Abgeordneter zu sein, weil es einen persönlich erdet. Es gibt Dinge, wo man manchmal im täglichen Terminkalender von einem Termin und von einer wichtigen, aber sehr, sehr abstrakten Thematik zur anderen springen muss. Da tut es einfach im Unterschied dazu gut, im Wahlkreis mit den Menschen zusammenzukommen, die einen ganz konkret mit einem Kreuz versehen haben auf dem Wahlzettel und gewählt haben. Diesen Kontakt möchte ich nicht missen. Er macht Freude, weil es das eigentliche politische Handeln illustriert. Man macht Politik nicht für ein System oder für ein abstraktes Land oder eine abstrakte Thematik, sondern für konkrete Menschen mit einem Namen und mit einer Gesamtverantwortung also verbunden, die einen immer wieder auch herausfordert und jeden Morgen früh aufstehen lässt.